Moment mal, wie sieht meine Tochter gerade aus? Also sie hat auch ihren Mund leicht geöffnet. Na gut. Aber wenn man so hilft, kriegst du natürlich immer weiter. Ich muss ja hier alles bekehren hier. Und Kultur fördern. Fordern und fördern. 10 Jahre dauert der nur. Das. Habe ich jetzt die Sprache erlernt? Oder nicht? Mal, die Gräfin ist sogar besser als der Mungo hier. Verpiss dich, Mungo, und du kannst jetzt dahin. Ein Jahr weniger. Hier doch. Und ich mache jetzt ein Guinness mal auf. Guinness. Weil. Ich muss irgendwie das Bier wegkriegen. Weil ich das immer noch vom Herrentag habe. Das letzte Bier, was ich noch habe. Und ich trinke halt nicht so oft. Und ich glaube jetzt, ich würde auch eher im nüchternen Zustand beim Trinken alles, auf was mir am besten schmeckt. Der Schördebäcker ging ganz gut klar. Ja, mal probieren wir das mal Guinness aus. Uah. Das ist da lecker. Ich weiß nicht, ob ich das schlechte ausgesucht habe. Es gibt auch unterschiedliche Guinness-Arten, oder? Eigentlich nicht. Nee, weil ich hier das Guinness hier nochmal extra Stott. Ist ja trotzdem alles eigentlich die gleiche Herstellung irgendwo. Der gestörte Bäcker mir am meisten geschmeckt gerade aktuell, also. Ich weiß, oder ich weiß es nicht, ob. Ich war nämlich mit meinen Arbeitskollegen in so ein Pub gewesen und die haben alle nur Guinness ausgeschenkt. Das hat mir da relativ gut geschmeckt, deswegen. Ja, Guinness musst du aber erstmal ein bisschen stehen lassen, musst ein bisschen absetzen. Dass es wirklich komplett dunkel ist und keine Bläschen unten drin sind. Und dann kann man es eigentlich gut trinken. Das ist natürlich ungewohnt, weil es auch keine Kohlensäure ist, das Bier, aber. Wollt ihr echt mich jetzt angreifen? Hallo? Ich bin nur beigetreten. Ich bin noch gar nicht euer Hauptfeind, hallo. Ich weiß, das hätte ich bei mir auch gehabt. Eigentlich war mir, warum hat meiner aufgehört? Das kommt doch dazu. Du hast ja gar nichts damit zu tun. Die mögen dich einfach nicht alle. Ich habe die Eigenschaft Poet bekommen. Oh, ich habe eine gefährliche Fraktion Bauernaufstand. Ein Aufstand ist er von denen. Oh. Ja. Aber du hilfst den Großherrscher? Ich bin mit denen ja befreundet mittlerweile, das heißt, er greift mich auch nicht an. Aha. Solange bis ich die Möglichkeit habe, ihn zu stürzen, irgendwie mal. Aber solange muss ich ihn ja unterstützen, dass er mich ja nicht fertig macht hier. Ne? Warte mal. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sieben Söhne, ja. Sieben. Ja. Was soll denn jetzt ein Königreich? Ja, das andere ist da oben. Königreich, das heißt, sein Land würde sich auf jeden Fall in zwei Teile spalten. Er hat zwei Königreiche. Das heißt, wenn er stirbt, ist das schon mal alles ein bisschen aufgeteilt. Er will vielleicht drei sogar verlieren. Ne, sind da nur zwei Königreiche. Ach so, meinst du, weil das vielleicht noch ein drittes Königreich existiert dadurch? Ja. Kann natürlich sein, ja. Aber dazu muss er sterben. Hast du nicht meine Ortschaft so? Hallo? Tja, wenn ihr so lange braucht, euch zu bekehren, hier mal meinen Glauben anzugehorchen. Oh, ich hab neuen scheiß Bischof und der ist viel netter. Der liebt mich. Noch. Aber mein Arbeitskollege hat auch mir erklärt, wie er zum Beispiel, wie hat er gesagt, wie man zum Beispiel Whisky trinkt. Wie man den Geschmack rausfindet, wo er herkommt ungefähr. Ob er eher gelagert wird am Meer oder nicht. Man muss nämlich den Whisky, also ein, man nimmt einen kleinen Schluck, nimmst es gleich runter, nimmst den nächsten, machst du, dann guckst du, wie alt das Jahr ist, wie lange da steht, also, dann machst du, musst du halt mit dem hin und her, mit dem Mund hin und her, sag mal, erst rechte Backe, dann linke Backe. Und so viel Und Jahr wie dann es hat. mitten auf den Mund. Und dann muss er runterschlucken. Und dann kann man, sag ich mal, den Geschmack, sich, ob es salzig ist, dann wird er, sag ich mal, beispielsweise im einem Jahr lagert. Fängt so interessant an sich. Aber ich bin kein Whisky-Trinker. Ich auch nicht. Rum ist das einzige Wahre. Alles noch Wodka. Gorbatschow, in der Seele. Ich glaube, Wodka wird er wegen Russlandkrieg und so was er. Yeti, wenn ihr sehen. Ja, aber nicht mal die Hälfte von diesem komischen irischen Ring hier, ey. Wenn sie stirbt, Dann stirbst auch du. dann halt die Ländereien für mich. Ach so. Aber es ist eine Frau, die tötet deswegen nicht. Nämlich alle meine Söhne müssen in den Krieg ziehen, gezwungenermaßen, wenn ich Söhne bekomme. Ach stimmt, ich habe meine Sprache erlernt. Ich wollte irgendwas machen. Was also mit dir? 4 Jahren kann ich dich nochmal fragen, Bekehrung. Ist hier gerade irgendjemand noch ein Kampf? Ich brauche ein bisschen Gold. Nö. Doch, hier, doch. Auch nicht. Schon geil, da meine Frau ist homosexuell und keusch. Trotzdem hat sie mir drei Töchter geschenkt. Schon krass. Aber bist du angespannt gerade? Bin immer angespannt. Nee, mal jetzt im Spiel hier. 30 von 300. 30.
Ach scheiße, fängt nicht machen mit dir. Weil ich könnte, weil ich Poet bin, kann ich ein Gedicht schreiben. Ich kann jetzt ein Werk von Liebesding. Ich hätte also deine Meinung bekomme ich von dir um 20% mehr. Oder dass ich. Aber es ist bei dir etwas komisch. Bei dir ist alles ziemlich schwierig. Ich einfach ein geiler Ficker bin. Nein, ich Ach so. verliere immer wieder meine Meinung gegen dich. Nö, bei mir hast du 100. Ja, bei mir auch. Aber ich verstehe nicht, warum ich bei dir mal ein Gedicht dir geben wollte. Warum ich dann immer so schlecht dastehe. Weil mein Vasallen, wenn ich das machen würde, ein Werk Traurigkeit, verliert sie sogar Anspannung um 20 Punkte. Ach, gebe ich ein Werk über Zwietracht senden. Lol, Bauernaufstand und gleich wieder annulliert. Hä? Der Sturm ist direkt. Warum? Verschwand auf Nimmerwiedersehen am 8. Das ist die Erklärung. Er ist gestorben, weil verschwand auf Nimmerwiedersehen. Yippee. Ah, so kann es immer sein. Bauernaufstand gleich verschwinden. Aber da habe ich auch keine Fraktion mehr, schon geil. Maßvoll, gerecht, sühnig. Maßvoll ist immer gut. Hat zu wenig Gold. Barcelona. Nicht an Hilfe interessiert. Barcelona. Wah, Ja, die wah. Nizza und Barcelona bekämpfen sich gerade, deswegen. Schon wieder? Ich überlege gerade auch schon, ob ich Nizza angreife. Aber er hat auch schon wieder Söldner gekauft. Alles klar. Na, meinst du jetzt Navarra? Ja, meine ich ja. Entschuldigung. Aber ich könnte eine Revolte bei Ihnen anzetteln. Könntest bei Barcelona wollte machen. Barcelona ist ein bisschen scheiße mit Westfrankreich. Ist ja. Aber es spaltet sich auch, weil der ist ja nicht mehr so lange am Leben. Starb unter verdächtigen Umständen. Jetzt bei seine Frau gerade. So, ich habe nicht genug Prestige. Ey, Ehemann, willst du dich nun mal Ficky Ficky machen überhaupt? Nicht mit dem hässlichen Gesicht. Du bist jetzt auch genau wie ich 32 Jahre alt. Ja, aber ich bin nicht so hässlich. Ich habe nur keine Krone mehr. Boah, Anspannung habe ich null. Könnte ich natürlich jetzt noch das Bündnis brechen und ihn angreifen. Aber Bündnis brechen ist immer hoher Malus am Ende. Ja. Aber das soll man hier auf Aufgabe machen, ne? Aber Ist das. auch eine Aufgabe. Waffendurchstand mit einem beteiligten Herrscher brechen. Waffenstillstand? Wo denn? Bei diesem Ring, Iberischen Ring, gleich das erste auf der Seite des Feindseligkeiten. Nee, hat eine Auswirkung davon. Nee, das sollst du machen. Eine Waffenstillstand. Diese Auslöser beliebig oft ab, um die Phasenfortschrift zu erhöhen. Und das bringt 25%, also 25 Fortschritt, wenn du das Waffenbündnis brichst. Den könnte ich doch Erzfeind werden, den Pisser hier. Mach nur wild.
Alter, der Schach ist zu lange, ey. Aber ich will nicht provozieren, ich sage einfach nur gutes Spiel. Nee, es gibt auch zwei aus, es gibt auch zwei Sachen, aber es gibt einmal Feindseligkeit, was wir gerade sehr viel haben, und Aussöhnung. Gibt dort auch die Möglichkeit. Beteiligten Herrscher ohne Aufforderung aus dem Kerker lassen. Ja, klar. Egal. Nee, 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 nee. Die Unabhängigkeit gewähren. Den örtlichen Beteiligten Glauben oder solche Kulturkonventionen. Bürgerschaft und allen örtlichen Adligen einen beteiligten Kultur geben. Ist ein Freund oder Seelengefährten Beherrscher werden. Was könnte ich mit dem machen? Das ist schon mal Freunde, ne? Barcelona. Wow, wow. Wie soll ich denn Bing gehen? Könnte auch in zwei Richtungen gehen, wenn man so weit geht. Ich bin schwanger. Auch schon wieder eine Fraktion. Er ist jetzt schon wieder gegen mich. Wieder ein Bauern. Tölpel. Der örtliche beteiligte Glauben. Konventieren. Haben wir siebenmal. Ja, nicht. Weit mag mich in der Pub. Minus 9, das geht doch noch. Why? Kann ich den Warte Bauernaufstand mal helfen? kurz. Schade. Das wäre noch witzig gewesen. Einfach mal den Bauernaufstand helfen. Hä? Wo hat er denn so viel Mann? Jetzt wird er erkauft, okay. Pause gemacht, okay. Ja, ich hab Pause gemacht, ich muss kurz überlegen, der 2000 Mann auf einmal. Das werden wir dann unbedingt haben. Achso, Bogus. Na gut, dann kurz überlegen. Wie kann ich denn arrangieren hier für. Null Verbündete, cool. Ich hab viele Verbündete angeblich. Warum? Eigentlich null Verbündete. Hey, du bist doch mein Verbündeter, du Penner. Einen Krieg rufen. Wird nicht zustimmen, warum nicht? Weil er mit dem Ratskanzler, der dich angreift, anscheinend irgendwas zu tun hat. Das ist sein Kind, das ist sein Sohn, gegen den du Krieg führst. Ne. Ein Verbündeter. Das heißt, er wird dir nicht helfen in dem Krieg. Kämpft nicht gegen seinen Erben, deswegen minus Sag ich 1000. ja. Bist potenziell, ey. Müsste mal einer sagen. Okay. Was könnte ich denn machen? Der selber im Krieg, der kann ich nicht selber rufen. Und euch. 700 Mann. Was hat denn für eine Armee? Bogenschütze und Pikeniere. So, was, Junge?
Ich hab so viel Gold, ich kann mit zwei Söldnertruppen. Wir gehen weiter. Barcelona. Wow. Ich habe eine Frühgeburt bekommen. Schade. Hört sich wie mies an. Barcelona. Wow. Was uns das ein Bauernaufstand hatte. Man muss dann eigentlich alle Anforderungen erfüllen. Man muss dann das auf 100% haben und dann kommen wir in die nächste Stufe, oder? So, das Projekt nur töten, 100% auf 50% bekommen, dann habe ich auch gewonnen, schon mit den Pennern. Boah, ich hatte ihn eigentlich ich wollte ihn sagen, dass er aufhören soll, aber er wollte nicht. Naja, wenn er verliert, bekomme ich von ihm 46 Gold. Oh, ich hab mal den Fakt geklaut von dem. Geil. Der kleine Herrscherchen, ja. Ich habe besseren Pe Befehlskommandanten und viel mehr Einheiten. Da hast du nicht gewonnen. Junge. Ja, aber nur 2%, dann gewonnen. Ein Prozent und gewonnen.
Fuck you. Oh. Lusche. Hast du viel Geld ausgegeben für nichts? Ich hatte genug Gold gehabt, weil ich nämlich 5 Jahre lang 30% weniger habe und durch meine Skillung nochmal 20%. Also ich muss nur 50% bezahlen, die Söldner. Fuck you. Meine Schönheit hat gewonnen. Schon krass, ey. Man muss sagen, habe ich einen Endfall erlebt, hatte gleich, oh, ich will das Reich vernichten. Du kleiner Mongo-Arschficker. Okay, hat jetzt auch zum Katholizismus gewechselt, die Frau. Wann stirbt eigentlich mal dieser blöde Bischof, Alter, mit deiner scheißen Bildung? Ja, ist die Frage. Also wenn du jetzt Krieg führst, irgendjemanden, hast du mit mir 3000 Mann. Also hätten wir ungefähr noch 2 Jahre aus. Deswegen. Okay. Wenn du jetzt Navarra übernehmen würdest, hättest du jetzt meine Unterstützung dazu noch richtig gut eigentlich. Kämpft er gegen Barcelona. Und ich habe nicht das Prestige gerade dafür. Dem habe ich noch Waffenstillstand. Da, der lebt immer noch. Hat Gottes Omen. Ach, hat gutes Omen. Ich habe es gerade verlesen. Gottes Omen, hä? Kann der Typ jetzt nicht einfach mal sterben? Meine Tochter wurde sehr zerdate.
Er ist tot, der König. Welcher König? Ach, der. Er kämpft aber immer noch gegen Barcelona. Oh, und hat den anderen als Verbündeten, den mit 4300 Truppen. Hey, das geht doch gar nicht. Der kämpft gegen Barcelona? Ach doch, ja, okay. Ach, kannst du vergessen, jetzt einzunehmen dann. Na, mit dem Fetten da verbündet ist. Komme ich da sowieso nicht mehr rein. Klingt auch nicht. Also 1.500 hat eine seltener Kauf, alles klar, gut zu wissen. Hat eine kleine People? Nee, den einfach einer Vasallen. Warum er jetzt Krieg führen möchte, was ist das? Jetzt habe ich einen starken Freund. Aber Ist jetzt das? hier ist das hier dann. Wenn wir mal jetzt den König da mal ein bisschen richtig nahe von Navarra fertig machen. 200 Gold aus und macht bei ihm Bauernaufruhr. Das heißt, er steht jetzt ganz kurz vor dem Bauernaufstand. Schön. Hat mich nur 200 Gold gekostet, aber egal. Nee, da schickt wirklich störte Bäcker besser. Also, ich habe jetzt das Ringen für. Es gibt hier die Art von Stöckebäcker, war. Ich habe jetzt Hanse Porter noch mit Karamell Malzig. Warum hat eigentlich. Es ist jetzt blöde Frage. Nee, aber er. Gut. Du hast es nicht, oder? Was? Doch, die haben beide? Nein. Bestet. Hört er von mir? Warum will er denn ermordet werden? So, brauche ich nicht mehr. Er hat gegen Barcelona echt noch gewonnen. Keine Kackspast. Hier ist Volksmeinung minus 110, da muss jetzt sag ich mal der Bauernaufstand kommen. Ah, oh, Mann, Mann, Mann. Barcelona. Also scheiße, jetzt Scheiß auf Barcelona. Tiere von Barcelona. Jetzt ist der echt mein Vasalle geworden. Lul. Wer? Der letzte da unten hier von den beiden, die noch übrig waren, der Graf Ullian. Hat jetzt niedrige Vasallensteuer, aber ist mein Vasalle geworden. Ich wollte gerade einnehmen, wo der Krieg angefangen ist, dachte ich mir Scheiße. Aber egal, kannst du ja einen haben.
unfassbar. Du machst gar nichts beim Verbündeter. Der steht da hinten und macht gar nichts. Ich mache eh schon den Krieg hier. Ich kann Genau. dir leider, ich kann ihm Ja, ich leider nicht weiß, helfen. aber ich mache alles alleine. Ich habe jetzt 100% alleine gemacht. Und der hat immer nur zugeguckt. Ah, jetzt kommt er auch an der Ducket, ja? Gut. Eigentlich muss ich den Löwenanteil dafür bekommen, weil ich hier geholfen habe. So, der Unterhalt von Armeen kostet weniger. Stapel jetzt okay. Meine Söldner laufen ab in 6 Monaten. Aber bis sie gerade geschafft kamen. Meinst du, das Söldner laufen in 6 Monaten weg? Wenn ihr wieder zu mir kommen. Ich glaube, die Kühe sind schon wieder auf der Weide, die ganze Zeit Kühe schreien draußen. Nee, vor deinem Fenster. Mö! Aber um Mitternacht auch geklärt. Hast du fressen? Mö! Bei South Park. Mu 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 mu. Ich renn so laute Tracks erst durch das Headset durch, ey. So. Das Problem ist, warum ist er mit ihnen verbündet? Sultan Abid haben von Frau durch die Heirat durch Prinz. Ein Prinz, das ist auch nicht sein Haupterbe. Sein, keine Ahnung, sein sechster Sohn oder so. Oh, der hat aber auch schon ein paar Kinder verloren, hier sehe ich gerade. Die ersten beiden sind tot. Wurde wegen einer Belagerung getötet. Oder durch einen wütenden Mob geschmolzenen Silbers in die Kehle gegossen. Hart. Aber fair. Aber scheiße, ich kann niemanden töten, weil ich ehrlich bin. Kannst du schon, aber das wird ein bisschen kritisch für dich. Ja. Weiß ich ja damit, ich kann das nicht mehr. Spannung gleich wieder runter. Stirb mal, Leute. Kultur braucht Die werden noch wir jetzt. 30 Jahre. Boah. Ich habe aber 14 Bildung gehen, trotzdem dauert das zu lange. Aber gucken wir mal in der Welt, was passiert ist. 17 Gold, bekommen wir die Belagerung. Oh, Jetzt. Björn lebt noch. Ivar lebt noch. Halfdan ist weg. Lebt er bestimmt noch, oder ist er tot? Hey. Greift dann ist tot. Genau wie Übe. Trank sich zu. Greift dann trank sich zu Tode, okay. So, jetzt bin ich schon mal habgierig. Ich hab noch eine Tochter bekommen. Nimm Anna.
Oh, so schade. Wieso? Ich habe einen Bischof, der ist 13 auf Bildung, ja. Aber er hat die körperliche Eigenschaft dumm. Alles minus 4. Wäre dann irgendwie 17 gewesen, rein theoretisch. Nur 30, mein Sohn ist 21. Und hat auch schon. Oh, der hat zwei Söhne schon, okay. Befindet sich die Kinder beim französischen Lehnsherr? Oh nein, ich habe mich nicht verklickt da, oder? Doch, anscheinend. Matrilinear, mein Sohn verheiratet. Dann muss ihn enterben. Aber ich habe keinen anderen Sohn. Warum ist denn dein Sohn nackt? Ja, das ist gerade das Problem. Er hat irgendwo jetzt eine andere Kultur anscheinend angenommen da oder irgendwas anderes da. Kein Gewand. Dieser Charakter trägt nichts außer sein Lächeln. Okay, also halt. Er arbeitet mit Würde. Doch, wenn man nackig auf die Welt kommt und glücklich ist damit. Keiner kann nur sagen, es hat keinen Spaß im Leben. Aber das Schlimme ist eigentlich bei mir, ich habe 2000 Prestige und weiß nichts damit anzufangen. Ich habe 367 Prestige. Und ich kann den kleinen Wichser da nicht angreifen, weil er mit dem Sultan da verbündet ist. Was sonst kann ich auch nicht machen, weil der Sultan jetzt ja alles hat. Ich kann nicht meine Revolte, weil er hat nirgendwo eine schlechte Meinung in seinem Volk, also. Das ist ein guter Herrscher. Alter. Kann den auch nicht umbringen. Ist aber Ehebrecher. Kann ich ein Gedicht schreiben für ihn? Ja, er kann ein Gedicht für mich schreiben. Kritische Anspannung gekriegt, weil irgend so ein kleiner Pisser gestorben ist. Dann mach ich ein paar Gedichte für jeden. Okay, ihn hat Gedicht nicht gefallen. Ich muss sagen, das Brettspiel ist schrecklich. Hast du mal das Brettspiel gemacht? Ja, ich bin schon dabei. Ah, das musst du dauerhaft klicken hier. Ich habe gewonnen. Ja, ich habe bei mir auch immer nur. Ich mache so wie Krieg für. Auf nach Köln. Ich bin jetzt sowieso appetitlosig, also. Wie krank? Ich glaube Schwindsucht. Oh. Bin auch krank.
Ich bin Ker ich hab kerngesund, athletisch, ja. Es gibt einen kleinen Bonus, ja, für Gesundheit. Beides, ja. Und das gibt mir. Aber meine Hauptstadt sieht wenigstens gut aus, gerade momentan. Alles unter Kontrolle. Warum sind die ersten beiden Kinder in Lothringen und das dritte Kind ist jetzt bei mir? Ich verstehe die Logik jetzt nicht gerade dahinter. Keine Ahnung. Also bei mir ist alles ruhig sogar. Nein, lass mich nicht von jemandem im Bett scheffeln. Ich glaube, seitdem wird es Leon gegeben, was die Grafschaft ist, ist ein Vasall der Linke ziemlich stark geworden. Hofarzt, stimmt ja. Glauben Sie überhaupt mal wieder anpumpen? Ey, ich hab doch gar nicht Gollum eingeladen. So hast du. Ich bin Smeagol, ja. Ja, mir gestohlen. Stirbt einfach nicht, der alte Sack. Ja, das ist auch mein Ehemann. Ich Intimität, ja klar. Ja, das Thema interessiert mich gut. Zeiten des. Ah, ich brauche Prestige ein bisschen mehr. Leb wohl, mein Lebensherr. Lehn dich mal zurück und folge mir. Oh, das ist überhaupt neu. Alter, wie viel gibt's denn jetzt bei Vermächtnis? Metropolit? Alle Städte erhöhen die monatlichen Entwicklungswachstum ihrer Grafschaften. Okay. Innerer Zirkel. Mitglieder des Hauses benötigen keine Salär. Was ist ein Salär? Keine Ahnung.
wenn sie ein Hofamt erhalten und sie können ohne Prestigeverluste entlassen werden. Warte mal, wie komme ich hier raus aus dem Scheiß? Ich habe hier Ki Escape-Taste. Okay, danke. Weil ich gerade drei Nachrichten bekommen habe. Gut, danke. Der ist aber eigentlich mein Freund, also weiß ich gar nicht, dafür greift er mich trotzdem an, wenn ich seinen Verbündeten angreife, obwohl wir befreundet sind. Ja, glaube ich schon. Scheiße, scheiße. Ich habe meine Hauskatze verloren. So, dann mach ich nochmal hier Handelshafen. So geht die Entwicklung höher hier. Warum ist. Okay. Mein Mann hat eine eigene Länderei bekommen. Ich habe jetzt mal meinen Kerker aufgeräumt. Bescheuert. Mein Mann wird jetzt mein bester Freund. Achso, ich hab ein Bastardkind. Warum? Einfach freilassen. Das ist zu scheißegal. Ja. Das Kind freilassen, los geht, du bist frei. Ja, ich kann mit dir nichts machen, außer einen schwachen Druckmittel. Das bringt ja eh nichts am Ende. Das ist ja die Sache, dass das nicht. Scheiße, der eigene Bruder greift jetzt an. Ehemann, verschwinde mal dort. Ja, bleib da stehen. Und lass dich sterben. Idiot. Das schaffe ich noch? Das wundert mich aber voll, dass die 400 Mann das überleben. In die 1800. Oh, mein Mann ist so schlecht.
in so einem Zweikampf besiegt und er ist verwundet. Guter Kampf. Kämpft denn hier schon wieder? Na, die Gebrüder Grimm hier. Der denn jetzt hin? Ach du, aufgegeben. Haha, weil ich ihn dazu gebracht habe. Ach so. Danke. Also, das war ja nicht mein Gegner. Musste man eh mal nur retten. Also dann gehen wir damit dann noch stärker. Was? Wen denn? Den Herzog kennen wir, den der gerade den Mann angegriffen hat. Ich könnte auch den Mann als Vasallen unterstellen. Der ist ja mein... verstehe auch nicht, warum er bei mir nicht ist. Oder weil das zu mir annektiert wurde einfach mal. Hm. Aber weil ich ja nicht der Erbe bin, sondern er, dann... Kannst du nicht mal diesen coolen Herrscher da umbringen? Und da war er, den kleinen Jungen. Oh, jetzt hat er endlich einen Bauern auf. Oh, Bauernaufstand hat 2698 Truppen. Ja, oder der große Herrscher ihn trotzdem. Ne, hör mal. Einen katholischen Baskenaufstand. Das ist der Bede scheiße. Nein, wir beide scheiß Ärzte. Ich bin mit ihm jetzt bester Freund. Best Friend forever. Er gibt mir meine 100 Gold wieder, du Arschloch. Na, 32 kriege ich erstmal wieder. Mir passiert hier gerade nicht viel, ne? Warum habe ich denn 0 Gold gehabt auf jeden Fall? Hat irgendwas gemacht, weil ich mir 0 Gold kostet?